Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir starten endlich rein in Folge Nummer 3 mit dem Hamburger Sportverein. Wir sind endlich wieder zurück und das bedeutet, es gibt hier heute mal wieder Transfers. Wir sind immer noch in der Transferphase, gerade mal am 3. August angekommen und das bedeutet, es stehen auf jeden Fall nochmal turbulente Tage vor uns. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wenn ihr weiterhin Bock auf diese HSV-Karriere habt, dann würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du neu auf dem Kanal bist, lass auch liebend gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt direkt weiter mit der Transferphase. Ein Kandidat, der hier als möglicher Neuzugang gehandelt worden ist, ist ein Wolfsburger. Und da weiß ich gar nicht hundertprozentig, wie er ausgesprochen wird. Wird er so ausgesprochen, wie er geschrieben wird? Wrangs? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall ist das hier wahrscheinlich unser gewünschter Kandidat fürs ZM. Ihr habt es wirklich des Öfteren reingeschrieben, dass ihr ihn euch wünscht. Und aus dem Grund würde ich jetzt hier gerne nochmal das Scouting abwarten, den Scouting-Bericht, bis er komplett durchgescoutet ist. Obwohl, wir sehen ja sogar schon seinen Marktwert. Das bedeutet, eigentlich könnten wir hier direkt in die Verhandlung gehen und versuchen, unseren Onana-Ersatz so ein bisschen zu holen. Vom Alter, von der Nation passt das einigermaßen. Und deswegen versuchen wir einfach mal hier unser Glück mit diesem neuen Juwel. Der Deal ist dann jetzt offiziell durch. Wir holen nach Vuskovic unseren zweiten Neuling. Wieder ein sehr, sehr jungen Spieler. Vuskovic war ja schon unglaublich jung mit 19 Jahren. Hier ist jetzt unser zweiter Neuzugang. Einfach nochmal ein Jahr jünger. Und zwar wechselt Franks zu uns. Das Ganze für eine Ablösesumme von 2,8 Millionen. Vor dem Deal lag sein Marktwert bei 2,6 Millionen. Der geht jetzt direkt mal hoch auf 3,2 Millionen Euro. Das ist auf jeden Fall solide. Und damit wird er sein Potenzial nochmal verbessert haben. Ich werde jetzt nicht nachschauen, was sein Potenzial ist. Das interessiert mich in der HSV-Karriere recht wenig. Hier möchte ich einfach ein wenig mehr mit dem Gefühl arbeiten und Spieler verpflichten, bei denen ich denke, dass sie gut werden, aber wo ich nicht hundertprozentig weiß, dass sie gut werden. Ich denke, wir haben jetzt auf jeden Fall hier ein sehr, sehr interessantes Talent geholt. Sein Gesamtrating mit 67 bringt ihn auf jeden Fall zumindest schon mal auf die Bank. Und ich denke auch, dass er den ein oder anderen Startelf-Einsatz bei uns feiern wird. Des Weiteren bin ich jetzt nach diesem Transfer erstmal eurem Wunsch so ein bisschen nachgegangen. Und zwar haben wir das 4-3-3 ein wenig umgestellt, dass wir im Mittelfeld statt zwei Achter und einem Zehner einen Zehner, einen Achter und einen Sechser haben. Meffert kann somit weiterhin in der Startelf spielen. Wir müssen sehen, inwiefern er wirklich in FIFA spielbar ist mit seinem Tempo von 54. Das ist in FIFA nicht unbedingt das Beste. Dann haben wir Franks jetzt direkt mal vorne in die Startelf gepackt, beziehungsweise ins Mittelfeld direkt, und Kittel weiterhin auf der 10. Hofmann auf der linken Seite, Riatta auf der rechten Seite und Glatzel in der Sturmspitze. Aber auch im Sturm habt ihr euch gewünscht, dass wir eventuell nochmal nachschauen, ob wir da vielleicht einen neuen Spieler verpflichten. Ich schaue mir jetzt mal die Kommentare durch, was es dort so für Vorschläge gegeben hat, und dann werden wir vielleicht dort auch nochmal auf dem Transfermarkt tätig sein. Hier haben wir dann unsere vier Kandidaten für die Sturmposition. Alle vier wieder recht jung, also der älteste Spieler hier ist gerade mal 22 Jahre alt. Was ich auch vorab nochmal sagen kann, bevor wir jetzt uns um weitere Transfers kümmern: Ich möchte nicht unbedingt jetzt mit dem HSV die realistischste Karriere aller Zeiten machen, das sage ich ganz ehrlich, sondern ich möchte einfach Spieler verpflichten. Ich bin eher ein Fan von jungen Spielern, das wisst ihr ja schon bereits, und ich möchte einfach Spieler verpflichten, auf die ich Bock habe. Natürlich möchte ich jetzt nicht für einen Spieler 20 Millionen ausgeben, aber es interessiert mich jetzt nicht groß, ob dieser Spieler im Real Life zum HSV wechseln würde, ob er von West Ham kommt oder ob er von Nantes kommt, ist mir recht egal, sondern ich möchte einfach Spieler haben, auf die ich Bock habe, sodass die Karriere mir Spaß bringt und die Spieler eher darauf angepasst sind, was ich für ein Anforderungsprofil an den Spieler habe. Dass ich jetzt zum Beispiel für den Sturm einen eher schnellen Spieler haben möchte, das kann ich schon mal sagen. Ich werde gleich schon mal schauen, wer von diesen Spielern denn so am schnellsten ist, wer vielleicht schon rausfliegt, und ja, das wollte ich einfach vorweg nochmal gesagt haben. Dann nochmal ein Kommentar bezüglich eines neuen Keepers. Und zwar wurde geschrieben, Heuer Fernandes hat nur ein 71er Rating und wäre damit auch ein potenzieller Upgrade-Kandidat. Sehe ich ebenso. Allerdings möchte ich jetzt erstmal für die Zweitligasaison auf der Keeper-Position das Ganze so belassen. Und dann in der Hoffnung, dass wir in dem ersten Jahr aufsteigen können, dann vielleicht nochmal neu nach der Keeper-Position schauen und schauen, was wir denn dort vielleicht für Talente bzw. für jüngere Keeper finden können. Für mich zählt als jüngerer Keeper alles, was unter 25 ist eigentlich, denn ja, als Keeper ist man eigentlich mit 30 auch noch im perfekten Alter, wo es auf der Feldspielerposition schon ein bisschen nachlässt meistens. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber ich finde, als Keeper ist ein 25-Jähriger oder darunter eigentlich schon eher ein jüngerer Keeper. Außerdem ist jetzt hier scheinbar eine Leihe fix, und zwar, bin ich ganz ehrlich, habe ich daran gar nicht mehr gedacht, und zwar hatten wir scheinbar schon ein Leihangebot vom FC Heidenheim vorliegen bezüglich Anzi Suhon, ein Talent, dem ich tatsächlich
viel zutraue. Was ich feiere, ist, dass wir den an einen Liga-Club abgeben. Natürlich kann man sagen, ist ein Konkurrent. Im Real Life würde ich das auch so sehen, nur bei FIFA können wir leider nur sehen, wie viele Spiele er hat, wenn er wirklich in der eigenen Liga verliehen ist, und deswegen finde ich es gut, sollte die Leihe jetzt hier über die Bühne gehen, dass er innerhalb der eigenen Liga verliehen wird. Außerdem kriegen wir ein recht hohes Angebot für Winsheimer rein. 2,3 Millionen, sein Marktwert ist natürlich nur bei 2,2 Millionen. Allerdings bin ich der Meinung, sein Vertrag, also im Real Life auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es in FIFA ist, sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Damit ist dieses Angebot über dem Marktwert auf jeden Fall schon recht gut. Die Frage ist nur, wollen wir ihn abgeben? Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, Winsheimer wird nicht ganz so viel Spielzeit bekommen bei uns, da er einfach nicht so wirklich ins System passt. Für mich ist er, er kann zwar linker Flügel, rechter Flügel spielen, kein richtiger Flügelspieler. Deswegen würde ich ihn eher im Sturm testen. Da hätten wir jetzt Glatzel, wir hätten Kaufmann auf jeden Fall, wir hätten Meißner, wir wollen noch einen verpflichten, und deswegen wäre ich jetzt nicht abgeneigt, ihn abzugeben. Allerdings würde ich dafür schon ganz gerne Minimum 2,5 Millionen haben. Okay, es hat leider nicht geklappt. Sie haben zwar 2,5 Millionen geboten, waren sich dann allerdings zu schade, nochmal 200.000 nach oben zu gehen. Aus dem Grund ist dieser Deal auf jeden Fall geplatzt. Ist jetzt allerdings auch nicht das Schlimmste. Vor uns steht jetzt allerdings gleich erstmal eine Partie, und zwar gegen Düsseldorf. Und da bin ich gespannt. Könnte auf jeden Fall eine Partie sein, die wir spielen. Und fällt auch gerade auf, ich wollte, glaube ich, auch noch gerne einen Flügelspieler verpflichten. Wir haben jetzt Jatta, haben natürlich unseren Jugendspieler, und wir haben Alidou. Und dann wird es danach schon eng. Amici ist verliehen. Jatta haben wir. Heil ist verliehen. Alidou ist der zweite Kandidat, den wir hier haben. Ja, und Opoku ist auch verliehen. Dann ist es tatsächlich danach sehr, sehr eng. Also Hofmann wird jetzt ja umtrainiert zum Flügelspieler. Oder ist es schon durch? Es dauert noch eine Woche, dann ist es durch. Aber ansonsten würde ich tatsächlich sagen, dass wir uns noch einen Flügel dazu holen. Ansonsten sieht es einfach zu eng aus auf dem Flügel. Wir haben 3 Spieler insgesamt jetzt aktuell. Alidou hat gerade mal eine 60, und das bedeutet, da will ich eigentlich nochmal irgendwie nachlegen mit einem Spieler, der ordentlich Tempo hat. Außerdem kriegen wir jetzt ein Leihangebot für Doyle. Wir haben ja gerade erst einen neuen ZM verpflichtet, deswegen würde ich sagen, nehmen wir das Ganze an. Ein echtes Doyle halt auch nur ausgeliehen. Keine Ahnung, warum er hier fest bei uns ist. Wahrscheinlich, weil es die zweite Mannschaft von Manchester City nicht gibt. Ich kann mir eigentlich nur das vorstellen, was anderes macht. Für mich jetzt keinen Sinn. Das bedeutet, wir würden Doyle und Ansissou nochmal verleihen. Und ja, ich denke, über beiden geht das vollkommen in Ordnung. Wir haben noch eine Verstärkung dort geholt. Und dann könnten wir jetzt nochmal gucken, was hier Birmancevic für ein Gesamtrating hat, denn der war, glaube ich, Flügel, ganz genau. 3,5 Millionen, hat gut Tempo, also das ist vielleicht wirklich ein interessanter Kandidat. Aus Serbien, kommt von Malmö FF, wird damit in einen Anführungsstrichen bekanntere Liga wechseln, wenn er dann tatsächlich innerhalb von einem Jahr aufsteigen kann in die Bundesliga. Das wird auf jeden Fall ein bisschen attraktiver sein. Deswegen würde ich sagen, den behalten wir einfach mal im Auge. Erstmal kümmern wir uns jetzt um einen neuen Stürmer, aber danach wäre er auf jeden Fall ein Kandidat, der sehr, sehr interessant wäre. Mit einem 70er Rating, recht jung, hat guten Antritt, dazu eine gute Beweglichkeit. Das sieht wirklich nach einem Spieler aus, der perfekt in unser Anführungsprofil passt. Und dann jetzt offiziell vor dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf ist die Positionswechseloption hier bei unserem Jugendspieler, bei Alexander Hofmann durch, und er geht hoch auf die 72, und bin mir da recht unsicher, aber könnte er damit schon zu den Top 3 unserer Mannschaft gehören? Ich glaube, das ist tatsächlich der Fall. Mit der 72, besser ist Kittel, besser ist Schonlau, besser ist Wagnumann. Okay, aber dann ist er gleich auf mit Vuskovic und Jatta schon. Also richtig gutes Upgrade. Und damit würde ich sagen, starten wir auch direkt mit der Startaufstellung, die ihr jetzt gerade im Hintergrund seht, ins Spiel rein gegen Fortuna Düsseldorf. Und ich hoffe natürlich auf den ersten Sieg. Das Ganze im eigenen Stadion, im Volksparkstadion. Und das bedeutet natürlich, wir geben hier unser Bestes, dass wir im DFB-Pokal in die nächste Runde kommen. Bevor das Spiel jetzt beginnt, wollte ich mich auch nochmal bedanken für das sensationelle Feedback unter der Karriere bzw. Sprint to Glory mit dem schlechtesten Verein zum Champions League Titel. Falls ihr das irgendwie verpasst haben solltet, könnt ihr das natürlich gerne nochmal anschauen. Ist das Video vor diesem HSV-Video gewesen. Und ja, vielen Dank für euer Feedback. Ist das beste Video, ich glaube, auf jeden Fall in den letzten Monate, was auf diesem Kanal angekommen ist. Und ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum kam jetzt die letzte Zeit kein Video. Im Dezember haut ja jeder gefühlt jeden Tag ein Video raus, bis sogar teilweise zweimal am Tag. Das liegt einfach daran, dass ich einmal nach dieser Sprint to Glory eine kleine Auszeit brauchte
und das Ganze ansonsten auch aktuell zeitlich recht schlecht passt, sage ich ganz ehrlich. Im Dezember ist da so ein bisschen am kritischsten aufgrund der Arbeit und ja, deswegen ist es einfach ein bisschen schwieriger für mich, im Dezember Videos hochzuladen. Aber ich denke mal, im Dezember werdet ihr eher größtenteils Überfluss an Videos in eurer Abo-Box haben. Und ja, ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, dass jetzt in Zukunft wieder recht häufig Videos kommen und damit so alle 2 bis 3 Tage. Mal sehen, inwiefern das wirklich ist. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt rein in die Partie gegen Düsseldorf. Hier sehen wir schon Leibold, der auf jeden Fall Bock hat auf diese Partie. Und damit geht es rein in die Partie gegen Fortuna Düsseldorf. Oh, schöner Pass von Sonny Kittel. Glatzel kommt allerdings leider nicht ganz an den Ball. Kriegen wir den nochmal? Leider nicht, aber der Pass war auf jeden Fall sensationell. Oh, guter Ballgewinn von Hofmann. Jetzt haben wir hier tatsächlich mal die Chance. Ball geht zurück auf Kittel und da ist es. 1:0 durch den sensationellen Ballgewinn unseres Youngsters auf der linken Flügelbahn. 22. Minute, wir gehen hier durch Sonny Kittel in Führung. Ich habe mich davor sogar noch aufgeregt, wie schlecht der Ball von Glatzel auf Hofmann war. Der erobert den Ball allerdings zurück und dann ideal in den Rückraum gespielt auf Sonny Kittel. Und der haut das Ding ins kurze Eck. 1:0 für den Hamburger Sportverein. Schön, Ball geht auf Glatzel. Der zieht einfach mal ab und der ist nicht mal ungefährlich. Und der geht danach direkt auf Bakary. Ja, da war es abseits oder nicht. Es war kein Abseits tatsächlich. Schöner Distanzschuss hier mal von Glatzel und dann geht Jatta auf diesen Abpraller. Sehr, sehr lange oder sehr, sehr schwach vom Keeper, dass er so lange auf dem Boden war. Irgendwie sah das übel schwach aus. Der war eine halbe Stunde auf dem Boden. Ist nicht, okay, jetzt sah es gar nicht mal so langsam aus. Gerade eben kam es mir so echt so vor, als er eine Ewigkeit auf dem Boden lag. Und ja, Jatta schaltet am schnellsten und köpft den Ball dann hier mit hervorragender Technik rein. Und damit das 2:0 jetzt hier in der 38. oder in der 30. Minute sogar erst. Oh mein Gott, Glanzparade von Dani Heuer Fernandes, aber da darf der auch nicht so durch den Strafraum durchfliegen. ...53. Minute, Tor für Fortuna Düsseldorf und das absolut belastend vom Spielverlauf her, denn ich habe einfach dreimal den Spieler nicht bekommen, den ich haben wollte. Und deswegen war ich schon ein bisschen gefrustet und habe gesagt, ich muss einfach rauflaufen auf den Mann. Denn ich habe einfach nicht den Mittelfeldspieler bekommen, so dass ich die ganze Zeit nur die Innenverteidiger bekommen habe. Ja, sehr, sehr belastend. Und damit Bozenik mit dem 2:1. Tatsächlich ein Kandidat, der auch mal beim HSV im Gespräch war. Gute Freistoßchance eventuell. Das ist eigentlich hier ein Ball für Sonny Kittel. Der tritt hier auch an. Allerdings geht der Ball leider weit vorbei. Davor, Jungs. Schön, dabei gewinnt jetzt ein Konter, aber Glatzel ist halt unbeweglich wie sonst was. Aber Ludovit Reis zieht hier dann einfach mal durch. Er hat richtig Bock. Der hat richtig Bock, der Junge. Jetzt vielleicht auf Glatzel per Flanke. Der geht zu weit auf Sonny Kittel, aber der macht seinen Doppelpack. Der gewinnt hier tatsächlich das Kopfballduell. Also ich habe wirklich mit allem gerechnet, aber nicht, dass Sonny Kittel in dieser Partie ein Kopfballtor macht. Das ist wirklich jetzt überraschend. Schöne Flanke auf Sonny Kittel. Wer war es überhaupt? Es war Ludovit Reis, glaube ich. Eingewechselt und dann direkt so schön überzeugt. Hier schöner Solo über den halben Platz und dann die Flanke punktgenau auf den Kopf von Sonny Kittel. Und dann macht er das Ding hier auch rein. Sehr, sehr stark durchgesetzt. Ich weiß gar nicht, ist das dann so da als Gegenspieler? Ich bin mir da ein bisschen unsicher. Sieht fast so aus. Und jetzt gehen wir hier mit 3:1 in Führung und damit sollte es eigentlich durch sein. Oh, vielleicht gibt es jetzt hier noch einen letzten Angriff für Fortuna Düsseldorf. Und zum Glück haben wir noch das 3:1 gemacht. Denn ansonsten wäre das jetzt hier der Ausgleich gewesen. 90. plus 1 Fortuna Düsseldorf noch mit dem Anschlusstreffer. Und wo ich vorhin dachte, dass es dann so, der ja vielleicht hier hingewechselt ist, ist es nicht gewesen, sondern ist es Siebert gewesen. Ich habe nochmal nachgeschaut. Und ja, jetzt hier nochmal das Tor in der letzten Sekunde der Spielzeit. Und wahrscheinlich, oh, wieder Bozenik, wird der Schiri genau jetzt abpfeifen, das macht er auch und somit gewinnen wir die Partie. Knapp, aber verdient, würde ich sagen, mit 3:2. Damit liegt jetzt dieses Spiel auch hinter uns und wir kriegen ein neues Transferangebot für Bakary Jatta. 4 Millionen, allerdings werden wir das ablehnen.
weiß gar nicht, wie es aussieht. Wechselt zu RSC Anderlecht. Hat Jatta scheinbar abgelehnt. Ich glaube, das hatten wir auch letztes Mal schon in den Raum gestellt, dass wir uns vielleicht verstärken nochmal auf dem Flügel mit einem Spieler, der vielleicht technisch ein bisschen begabter ist. Ansonsten sieht es jetzt eigentlich nicht schlecht aus. Wir sind im DFB-Pokal in der nächsten Runde und konnten jetzt auch immerhin schon 3 Punkte mitnehmen. Gegen Schalke haben wir natürlich verloren, aber mit 3 Punkten stehen wir auch jetzt auf Tabellenplatz 5. Also tatsächlich sogar besser als erwartet. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir mit 3 Punkten so weit oben dabei sind. Haben wir natürlich auch eine positive Tordifferenz und das haben mit 3 Punkten aktuell recht wenig Teams. Außerdem ist es jetzt offiziell, dass wir Ansisun ausleihen. Und zwar ist er jetzt für ein Jahr bei Heidenheim untergekommen. Das bedeutet, er ist jetzt erstmal nicht mehr bei uns im Kader. Ich will einmal kurz reinschauen, wie viele Spieler haben wir jetzt überhaupt im Kader. Wir haben noch 5 Spieler sozusagen auf der Reservebank. 2 davon sind Keeper, also so viele Spieler sollten wir nicht mehr abgeben. Winzheimer wäre noch eine Option. Rohr wäre tatsächlich auch eine Option, den irgendwie zu verleihen. Und Doyle, da haben wir doch, glaube ich, schon ein Leihangebot vorliegen. Also wir brauchen auf jeden Fall noch den ein oder anderen Spieler, den wir kaufen, wenn wir tatsächlich so viele Spieler abgeben. Und ein Spieler steht ja schon fest, und zwar ist das irgendeiner der Stürmer. Hier müssen wir allerdings noch warten, bis wir die Spieler wirklich komplett gescoutet haben. Und dann ist jetzt auch der nächste ausgeliehen, gerade angesprochen. Jetzt ist Doyle tatsächlich schon weg. Er ist ebenfalls per Laie unterwegs. Wir haben jetzt insgesamt circa 8 Millionen noch für Minimum 2 Spieler. Ich möchte einen Stürmer, einen Flügel noch, vielleicht sogar auch 2 Flügel. Da müsste man dann mal nachschauen. Also er wäre auf jeden Fall schon mal zu teuer, muss man ganz ehrlich sagen. Mit 9,5 Millionen, da würden wir all unser Geld ausgeben, auch obwohl sein Vertrag läuft aus. Das wäre halt die einzige Möglichkeit, die wir hier hätten. Ich sag ganz ehrlich, Glatzel hat mir gerade überhaupt nicht gefallen. Wirklich, der war Horror zu spielen. Muss ich so ehrlich sagen. Er hat auf jeden Fall schon mal ordentlich Tempo. Er ist ein Tickchen langsamer. Er ist viel zu langsam für mein Gefühl. Und auch Bialek von Wolfsburg wäre für mich tatsächlich zu langsam. Ich suche jetzt eher einen schnellen Stürmertyp, denn wir haben tatsächlich mit Glatzel schon einen eher langsamen. Meissner ist, glaube ich, auch nicht so schnell. Da habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber ich weiß, dass Kaufmann nicht so schnell ist. Das bedeutet, wir bräuchten da irgendwie mal einen anderen Stürmertyp, und da wäre Supriya tatsächlich einer, den ich sehr, sehr interessant finde. Auch wenn er nur 3 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne Weakfoot hat, hat er wenigstens das Tempo, was ich gerne hätte. Und aus dem Grund, auch wenn er von West Ham United kommt, werde ich hier einfach mal probieren, ihn irgendwie zu verpflichten. Also, sie wollen 7,9 Millionen, also knapp 8 Millionen Euro für ihn haben. Und ich bin ganz ehrlich, ich will ihn gerne haben, ja. Aber ich gebe mir auch ein Maximallimit mit, und das sind 6 Millionen. Die ich für ihn bieten würde. 5 Millionen, da haben sie uns schon die 7,9 genannt. Davor hatten sie auch 7,9 genannt. Also ich glaube, sie gehen nicht weit weg von ihrer Summe, sind immer noch auf 7,9. Das bedeutet, wir machen jetzt ein letztes Angebot. Obwohl, wenn sie das nicht annehmen, könnten wir vielleicht das irgendwie noch schaffen, das mit Winzheimer zu verrechnen. Hier müssen sie nachdenken, aber nachdenken heißt eigentlich eh, dass sie es wieder ablehnen. Und dann steht jetzt einfach schon das Spiel gegen St. Pauli an. Daran habe ich ja gar nicht gedacht, dass das jetzt auch direkt kommt. Und das ist eigentlich ein Spiel, das Stadtderby hier in Hamburg, das muss gespielt werden. Und ich denke mal, deswegen werden wir die Episode jetzt schon ein bisschen kürzer halten. Denn wenn ich das Spiel jetzt spiele, wird es viel zu lang. Und ich möchte das auf jeden Fall spielen. Ich möchte allerdings auch die Transferphase danach mit euch teilen. Und der Vorteil wäre, wenn wir das jetzt beenden hier, dass wir vielleicht nochmal den einen oder anderen Kommentar hier unter dieser Folge haben, wer ein Kandidat für die Sturmspitze wäre. Wir können die zwar wahrscheinlich nicht mehr komplett scouten, da wir jetzt nur noch 18 Tage vor uns haben in der Transferphase. Aber schreibt mir gerne auf das Profil, was ich gerade genannt habe, mit der Schnelligkeit, vielleicht 4 Stände Skills wären auch nicht schlecht. Stürmer in die Kommentare, die darauf zutreffen würden. Ich sag mal, Maximalalter sehe ich immer so bei 25. Umso jünger, desto besser. Ich arbeite liebend gerne mit Talenten, das wisst ihr auch. Und ja, deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare, was da vielleicht ein geeigneter Stürmer wäre. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Folge gefallen hat. Wenn du neu auf dem Kanal bist, auch liebend gerne ein Abo, um nichts mehr rund um den Karrieremodus zu verpassen. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.